Die Türkei hat mit einer Militäroffensive gegen Kurden in Nordsyrien begonnen. Das hat der türkische Verteidigungsminister bestätigt. Ziel der Angriffe ist die syrisch-kurdische Miliz YPG in der Region um die Stadt Afrin. Die türkische Regierung betrachtet die Miliz als verlängerten Arm von kurdischen Rebellen, die in der Türkei kämpfen. Zwar hätten noch keine türkischen Soldaten die Grenze überschritten, nach Angaben der YPG schlugen aber etwa 70 Granaten in mehreren syrischen Ortschaften ein. Im Kampf gegen die IS-Terrormiliz hatten die USA mit der kurdischen YPG kooperiert.